War kein guter Tag gestern. Wieso? Hat man Pinocchios Nase mit plastischer Chirurgie verunziert? Mein Fernseher hat den Geist aufgegeben. Plopp macht es und das Bild war weg. Boah, ich war ganz schön wütend. Was wieder einmal beweist, dass das Fernsehen die Leute aggressiv macht. Aber was ist das Leben ohne all die schönen Quiz-Sendungen und all die Serien? Gibt es eine andere Beschäftigung als Fernsehen, wo man ununterbrochen saufen kann und dennoch immer die schönsten Weiber serviert kriegt? Und weshalb lungern Sie jetzt hier herum und saufen sich nicht eine schöne Frau an? Ich habe einen Auftrag. Aha. Und der lautet, hier herumstehen und deppert reinschauen? Nein, hier herumstehen und... Aber Moment mal, das geht Sie nichts an. Wer sind Sie überhaupt? Das wiederum geht Sie nichts an. Wie viel verdienen Sie denn fürs Herumstehen? 500. Nicht schlecht. Hä? Haben Sie das Geld schon in Schnaps eingetauscht? Na, hören Sie mal. Ich saufe nicht während der Arbeit. Das lässt sich leicht sagen, wenn man so wenig arbeitet wie Sie. Oh, jetzt habe ich ihn verpasst. Was haben Sie verpasst? Na, da drüben. Da ist jemand ins Haus gegangen. Ich hätte das notieren müssen. Er zeigte auf den Hauseingang. Offenbar hatte er den Auftrag, genau zu protokollieren, wer wann das Haus betrat und verließ. Wozu das gut sein sollte, wusste ich nicht, aber ich rechnete damit, dass mein Klient noch mehr solche Späße auf Lager hatte. Ich beschloss, mich nicht weiter darum zu kümmern und tat meinen Job. Und der führte mich zu zwei vergnügten Frauen im Parterre des Hauses, in dem der Mord geschehen war. Möchten Sie auch ein Glas? Danke, aber ich habe bereits Kopfschmerzen. Das ist erstklassige Champagner. Davon kriegt man keine Kopfschmerzen. Was gibt es denn zu feiern? Das neue Jahr. Wir begießen das neue Jahr. Vielleicht sollten Sie wieder einmal einen Blick in den Kalender werfen. Das neue Jahr ist nämlich schon bald wieder vorbei. Oh, übertreiben Sie nicht. Es gibt immer gute Gründe, um ein wenig fröhlich zu sein. Zum Beispiel ein toter Nachbar. Hören Sie doch auf damit. Dieser Mann war es gar nicht wert, dass man um ihn trauert. Genau. Ein ganz skrupelloser Mensch war das. Hat er vielleicht auch keinen Champagner gemocht? Er war doch einer dieser Frauenhändler. Hat Frauen aus dem Ostblock hierher gebracht. Man kann ja überall lesen, was mit diesen Frauen geschieht. Weiß die Polizei von ihren Verdächtigungen? Das sind keine Verdächtigungen. Das ist die Wahrheit. Wir haben die Frauen gesehen. Scheue, zutiefst gedemütigte Wesen. Er hat sie tagelang in seiner Wohnung eingesperrt. Die Polizei hat uns nicht geglaubt. Die ist nicht eingeschritten, na, wenn Sie mich fragen. Stecken die doch alle unter einer Decke. Die Männer halten doch zusammen. Das war doch schon immer so. Tja, und was der Herr gibt, das nimmt er auch wieder. Und was der tollen Weisheiten noch mehr sind. Es freut mich immer wieder, wenn ich sehe, wie differenziert man allerorten denkt und handelt. Aber das gibt es doch nicht. Leider schon. Das ist der Mann da drüben bei der Tramhaltestelle. Das ist der Mann, der gestern im Haus war. Aber klar doch, das ist der Mörder. Na, da verhaften Sie ihn. Die beiden zeigten aus dem Fenster auf einen Mann, den ich unschwer als meinen Klienten identifizieren konnte. Er war gerade dabei, ein Tram zu betreten. Ich überwand meinen inneren Schweinehund und rannte aus der Wohnung und aus dem Haus. Als ich die Straße überquerte, schloss sich die automatische Tür des Tramwagens und mein Klient setzte sich gemütlich hin.